Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Hof Bergmann. So, ich habe unsere Fahrzeuge zum Hof gebracht, habe noch ein paar Sachen dazu gekauft, eine Sämaschine, einen Ladewagen, einen Tiertransportanhänger etc. So das, was wir alles so benötigen. Das werdet ihr auch in den nächsten Folgen nochmal sehen. Dann habe ich den Kontostand wieder reduziert, auf ein normales Niveau gebracht. Ich glaube, wenn ihr auf der mittleren Stufe, auf der mittleren Schwierigkeitsstufe der Hof Bergmann startet, habt ihr 1,5 Millionen. Das habe ich jetzt mit Absicht einmal reduziert, weil wir ja Equipment gekauft haben. Und das einfach ein bisschen realistischer zu gestalten und auch für mich ein bisschen realistischer zu gestalten, habe ich das, wie gesagt, einmal reduziert. Ja, ich möchte in dieser Episode mit euch einmal zu den Beeten, zu den Gewächshäusern beziehungsweise zum Schrebergarten, nicht zu den Gewächshäusern, zum Schrebergarten fahren und dort einmal das Ganze auffüllen und dort die ganzen Produktion starten. Dazu habe ich mir hier unseren Bührer geschnappt und habe schon mal das Wasserfass hinten dran gehangen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon voll. Das heißt, wir können da einmal starten und unsere Beete mit Wasser versorgen. Na, ihr seht, ich habe hier schon den Hof ein bisschen eingerichtet. Ich meine, hier sieht man es jetzt noch nicht so krass. Da steht nur der Teleskoplader. Allerdings geht es ja hier vorne schon los. Ich habe das alles, wie gesagt, ein bisschen an Ort und Stelle verbracht. Wir haben hier vorne direkt an unserem Haupthaus ein Beet, wo quasi was angebaut werden kann. Zusätzlich zu unseren Hühnern, die wir hier drüben haben. Einmal Hallo sagen. Die müssen wir jetzt auch gleich versorgen. Die haben noch nichts. Kein Stroh, kein nichts. Das müssen wir einmal machen. Also wird jetzt erstmal der Grund, das Grundsätzliche erst einmal aufgefüllt. Dazu muss ich allerdings auch einmal schauen, wo der Andi hier unsere Kanne, unsere fahrbare Kanne, nenne ich sie immer, unser Wasserfass platziert hat. So, das ist, muss ja hier irgendwo rumstehen, hoffe ich. Es sei denn, es steht noch hier hinten rum. Weil man startet ja hier hinten dem anderen. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Okay, dann holen wir uns das noch zurück. Das ist ja auf dem anderen Hof hinterlegt. Den benutzen wir ja nicht. Deswegen können wir das einmal zu uns holen. So, dann haben wir das hier einmal stehen. Haben wir hier einmal so ein Wasserfass. Na, da gehen 500 Liter Wasser rein. Kann man entweder an dem Fass hier auffüllen, an unserem Tank. Dazu macht man das einmal auf und dann können wir hier einmal die Befüllung starten. Upsa. Ja. Abdeckung schließen. Aber eigentlich sollte das funktionieren, dass wir das hier befüllen können. Oder müssen wir hier noch. Habe ich hier vielleicht was vergessen? Nee, Zapfwelle ist dran. Ah ja, dann machen wir es so rum. So. Da sind wir schon wieder durch. So, dann haben wir hier unser Fass einmal gefüllt. Wie gesagt, geht einmal hier am Fass selbst oder halt da vorne an dem Wasserhahn. Das zeige ich euch gleich noch. Wir füllen als erstes hier mal das Ganze auf, um dann die Produktion demnächst zu starten. Vorher müssen wir noch die Tiere versorgen. Und wir halten auch jetzt hier noch die Gießkanne stehen, aber die Gießkanne. Das dauert alles ein bisschen länger. Von daher machen wir das so. Ne? Hier können wir auch an den Wasserhahn das Ganze einmal auffüllen. So, dann haben wir hier einmal unser Wasserbehältnis. Ich glaube, hier geht ein bisschen mehr rein. Das heißt, wir machen das Fass gleich nochmal voll. So dass die Hühner hier auch genug zu trinken haben. So. Einmal befüllen. Mit Wasser. Wunderbar.
So, dann fahren wir einmal rüber zu unserem Schrebergarten. Dort werde ich dann auch final das Fass platzieren, sodass wir da immer so ein Wasserfass stehen haben. Und dann können wir nämlich schon mal unsere Produktion anschalten. Unsere Hühner können wir dann auch gleich noch versorgen, damit dann schon mal die ersten Eier für uns gebrütet werden. Die tun natürlich jetzt noch nichts. Die Hühner habe ich auch nicht gekauft, also die sind standardmäßig auf der Map sofort mit dabei. Das heißt, ihr habt immer Hühner gleich zu Anfang. Je nachdem, ob wir dann in Richtung Geflügelzucht gehen, werde ich die hier vom Hof dann entfernen. Aber das ist alles, wie gesagt, eine spätere Geschichte. So, laufen wir hier kurz einmal die Straße herunter. Was sagt eigentlich zu meinem Charakter? Sieht ja ganz lustig aus, ne? Kleiner Cowboy. So, dann haben wir hier schon mal unseren Schrebergarten. Da habe ich jetzt letztens gesehen, hat der Andi auch auf seine sogenannte Community gehört und hat hier das Zugangstor vergrößert, sodass man auch mit einem größeren Fahrzeug reinfahren könnte. So, dann füllen wir hier einmal überall das Wasser auf. Man sieht natürlich jetzt noch nicht, dass da was wächst. Aber da haben wir das Wasser schon mal aufgefüllt. Ne? So, hier haben wir das. Die sind auch unter anderem Apfelbäume. So, jetzt fahren wir nochmal vor in die Straße und holen erstmal unseren Bührer, um das Fass wieder aufzufüllen. So, zack. Dann hier einmal einsteigen. So, ups, dann füllen wir mal den Restbestand hier noch auf. Wir können hier schon unsere Produktion starten. Das aktivieren wir jetzt hier gleich noch zusammen. So, hier haben wir Frau Weinreben, die dann auch gleich starten. Das können wir jetzt mal zusammen machen. Und zwar gehen wir hier in den Reiter Produktion. Halt, noch eins weiter. So. Dann haben wir hier einmal unseren Beet auf dem Hof. Da würde ich jetzt sagen, starten wir einfach mal hier die Produktion der Kartoffeln. Und dann stellen wir halt das nicht. Dann stellen wir hier auf jedem Beet im Garten etwas anderes her. Ein bisschen Blumenkohl. So. Dann haben wir hier noch die Gewächshäuser. Die hatte ich ja jetzt schon gekauft, als ich es euch gezeigt habe. Das machen wir dann später. Kompostieranlage etc. Da haben wir hier gleich mal, habt ihr gleich mal eine kleine Übersicht über die Produktionsketten. So. Ja, das haben wir hier dann auch. Das ist der Lohnabfüller. Molkerei. Palettenherstellung. Wir können die jetzt auch die Paletten herstellen, die wir dann benötigen. Also das ist auch eine wirklich schöne Sache. So, jetzt habe ich hier noch die Produktion für den Wein aktiviert. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was hier noch so fehlt.
Ah ja, hier fehlt noch Mist bzw. Kompost und Gartendünger. Das sollte eigentlich dann die Hühner herstellen. Na, da gucken wir nochmal. Wir füllen jetzt erstmal nochmal das Wasser überall auf. Sieht natürlich jetzt ganz lustig aus, weil es verdorben aussieht. Ist natürlich nicht verdorben, aber wir haben keinen Dünger. Ich würde sagen, für das Erste. So, jetzt müssen wir hier wieder bestoppen. Achso. Zack. Ist ein bisschen umständlich, aber die Alternative wäre, das mit einer Gießkanne zu machen, die hier vorne am Wasserfass steht. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Da vorne links, das Weiße. Da steht eine Gießkanne, aber da gehen wie gesagt 100 Liter rein. Das müssen wir jetzt nicht machen, ne? Also das dauert ewig. Ansonsten ist der Schrebergarten hier ganz schön angelegt. Da oben mit einem kleinen Grill, einer kleinen Überdachung etc. So, hier müsste auf jeden Fall noch Wasser reingehen. Genau. So, dann haben wir das erstmal geschafft. Wie gesagt, Wasserfass lassen wir hier stehen. Fahren wir hier einmal zurück zu unserem Garten, beziehungsweise zu unserem Hof. Vom Garten kommen wir ja. Ich weiß gar nicht, müssen wir das noch füllen? Ich glaube nicht, wir haben ja jetzt erstmal gefüllt. Ansonsten kann man auch dieses Fass separat nochmal füllen. Ja, das geht also auch. Haken wir das Ganze erstmal hier. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier den Hühnern ein bisschen Stroh bringen. Dazu haben wir ja von Andy, also vom Entwickler der Map, hier ein gutes Ballenlager schon gestellt bekommen. Ja, dazu gibt es dann hier auch einmal das Ballenlager auf dem Hof, bei den Kälbern hinten, beim Schafstall und auf dem Dachboden. Gefüllt sind die beiden, also das bei den Kälbern und beim Hof. Da würde ich jetzt gern eins einmal auslagern. Und dann taucht das hier auf. Ihr könnt euch das ganz bequem einmal schnappen. Dann bringen wir das einmal zu unseren Hühnern. Der Traktor überhaupt reinpasst. Jetzt müssen wir unseren Teleskoplader holen. Ja, passt gerade so, aber es passt. So, natürlich noch das Tor öffnen. Und dann stellen wir das einfach mal hier rein. Sollte er eigentlich genau das Stroh verteilen. Müsste nicht ganz alles reinpassen. Oh, oder doch. Okay, schön. Ah, nicht ganz. Dann nehmen wir das wieder raus. Stellen es zur Seite. So.
vorstellen. Es werden natürlich keine Hühner hier verletzt, ne? Ist klar. Aber man könnte das jetzt mit der Schubkarre machen, aber das, wie gesagt, dauert alles ein bisschen zu lang. Deswegen der etwas unkonventionellere Weg. So. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt benötigen die natürlich noch ein bisschen Nahrung in Form von Weizen oder sowas. Man kann natürlich auch direkt Hühnerfutter kaufen. Ich habe sowieso am Shop noch ein bisschen was stehen, was wir holen müssen. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt einmal zu unserem Bremer Transporter und holen vom Händler mal noch ein bisschen was an Big Packs. Zack, einmal dran, anheben, und dann fahren wir einmal zu unserem Händler. So, hier vorne haben wir noch eine Pferdekoppel, sollte denjenigen, die die Karte schon mal gespielt haben, auch bekannt sein. Da drüben haben wir die BGA. Auch noch ein Ziel von mir, die zu kaufen, aber dazu müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. So, jetzt hier einmal. Links rum, hab's an. Wiese, auch sehr schön, linke Seite. Genau, dann haben wir hier einmal unseren Händler des Vertrauens. Da werde ich jetzt als erstes mal noch ein bisschen was mal gucken, wie ich hier postiere, dass wir das ein bisschen mitnehmen. Genau, wir haben das Silage mit der noch hier stehen etc. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir es mit dem Gabelstapler aufladen. Müssen wir jetzt nicht extra abkoppeln. So, wir kaufen jetzt erstmal noch ein bisschen an Big Packs ein. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall noch einen Mineraldünger. Oder habe ich den schon gekauft? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wir gehen noch mal rüber. Gucken mal. So, hier haben wir einmal Saatgut und Dünger. Ah, perfekt. Habe ich schon gekauft. Okay. Aber wir brauchen ein bisschen Hühnerfutter. Das ist Weizen, aber wir haben aktuell noch keinen Weizen im Bestand. Ich möchte die Tiere aber trotzdem gern verpflegen bzw. versorgen. Deswegen nehmen wir da noch welche mit. Zwei Stück. Sehen wir schon mal. Das erste geht los. So, dann. Den Rest haben wir ja eigentlich schon. Paletten bräuchten wir eigentlich auch nicht weiter. Kleintiertransport, das brauchen wir alles nicht. Doch, wir brauchen auf jeden Fall noch eine befüllbare Abwehrkiste. Die brauchen wir auf jeden Fall für unsere Apfelbäume im Schrebergarten. Später kommen natürlich da noch ein paar dazu. Aber das würde ich sagen, reicht jetzt erstmal für den Anfang. Dann schnappen wir uns hier mal unseren Gabelstapler. Und laden als erstes mal das Silage mit der auf. Denn das brauchen wir dann auch in einer der nächsten Folgen. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Zack.
Boah, das funktioniert. Können wir das noch schnell verladen? Packen wir die beiden noch auf die andere Seite, damit das nicht so einseitig verladen ist, ne? Ist ja auch wichtig. Hoppala, hoppala, hoppala. Jetzt haben wir auch fast auf die Seite gelegt. Zu. Wunderbar. So, die Kiste können wir so nehmen, das brauchen wir den Gabelstapler nicht. Den stellen wir wieder an seinen Platz. Ja, und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier das Ganze noch ordentlich schnüren, sodass wir da nichts weiter verlieren auf dem Weg zurück zum Hof. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge widmen wir uns dann mal unserer Wiese und stellen die erste Grassilage her. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.